Hi, ich bin's, Timo Wagner, Gesundheitsberater bei der IKK Südwest. Ich selbst besitze auch einen Schrittzähler. Doch wie viele Schritte sollte man wirklich am Tag gehen? Das erfahrt ihr gleich. Hier empfehlen sich 10.000 Schritte pro Tag. Kleinigkeiten, wie zum Beispiel den Drucker außerhalb des Büros zu platzieren oder Besprechungen mit den Kollegen im Stehen abzuhalten, wirken dem Sitzen positiv entgegen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Habt ihr noch Fragen? Dann kommentiert gerne dieses Video.